Meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu diesem Thema Rechnungsworkflow von E-Mail, Rechnung und PDF in SAP. Mein Name ist Frank Marcia, bin der Geschäftsführer von Helmpunkt und ich darf Sie hier durch die nächste halbe Stunde begleiten. Einfache Variante wäre wie folgt. Wir haben hier eine Rechnung bekommen, wir haben hier das PDF. Wir können dieses PDF können wir quasi uns anschauen, können uns davon überzeugen, ja, es ist also kein Bild von der Oma, es ist ein PDF. Und wir möchten das in den Standardablauf jetzt reingeben. Und jetzt mit einem einfachen Drag-and-Drop lassen Sie das in einen Share fallen, einfach auf Ihren Desktop. Und das ist zum Beispiel ein Verarbeitungsbereich, ich mache das gerade mal zu, ist ein Verarbeitungsbereich jetzt auf diesem Massenverarbeiter. Dieser Massenverarbeiter, den wir bis zu Scanserver nennen, der hat verschiedenste Eingangskanäle. Unter anderem eben auch hat er quasi so eine Share-Möglichkeit, wo Sie Dinge reinfallen lassen können. Und wenn es in diesen Topf quasi reinfällt, dann pollt er quasi in regelmäßigen Abständen auf dieses Verzeichnis und sagt, oh, wenn da was drin ist, dann nehme ich das raus und starte quasi den PDF, quasi dieses die PDF-Verarbeitung. Wenn wir da, ich schaue gerade mal, ob ich hier ein Überblicksbildchen habe, ja, das wäre jetzt dieses Thema hier. Das ist quasi dieser Scan-Server und hier auf dem Scan-Server, das ist dieser Massenverarbeiter, da würden wir quasi einen Share einrichten, also einen kleinen Bereich, der also bei Ihnen auf dem Desktop als Verknüpfung angezeigt ist, also wie zum Beispiel hier Desktop. Und dann haben Sie einen Bereich, wo Sie einfach per Drag and Drop können Sie in diesen Bereich was reinfallen lassen. Was ist jetzt passiert? Der Share ist gepullt worden von dem Scanserver. Scanserver nimmt diese Dateien, ein oder mehrere, beginnt mit der Verarbeitung, beginnt quasi mit der OCR, gleicht mit SAP ab, bringt die Daten ins Archiv. Wir sehen auch hier gibt es auch Erweiterungen mit Kryptotechnik und so weiter, aber bringt es rüber ins Archiv und startet zielgerichtet die Workflows. Das heißt, das ist ab diesem Zeitpunkt genau das gleiche Verfahren, wie wenn Sie mit Papierrechnungen arbeiten. Das heißt, wenn wir hier mit Papierrechnungen über Scan-Technologien oder von Impunktor oder die Funktionsgeräten kommen, dann ist der Ablauf hinterher genau gleich. Nur der Unterschied ist, bei PDF-Rechnungen haben wir natürlich keinen Barcode, den wir zum Beispiel aufbringen. Hier werden wir systemtechnisch einen Barcode dementsprechend erzeugen. Das schauen wir uns jetzt gerade mal an. Ich hatte Ihnen ja gesagt, das ist dieses Rechnungscockpit. Und wenn wir da jetzt reingehen, 27.11., dann hoffe ich natürlich auch, dass wir hier diesen Beleg haben. Und sehen Sie, hier ist jetzt zum Beispiel systemtechnisch ein Barcode vergeben worden von unserem System, das heißt DM6, aufsteigende Nummer. Und das befindet sich jetzt momentan im Accounting, in dieser Truppe. Ich bin hier auch ein Mitglied dieser Buchhaltungstruppe. Und wenn ich jetzt hier quasi draufgehe mit einem Klick, dann startet auch dementsprechend die Verarbeitung. Und wir können mit dem Document Control die Dinge dann dementsprechend verkomplettieren. Das kennen wir auch schon, oder manche von Ihnen kennen das schon, dass wir mit diesem Workflow-Tool uns auf diesen Container draufsetzen, die ganze Thematik handbar gestalten mit Kontierungsmöglichkeiten, mit Vorschlägen, mit Korrektur, mit dementsprechenden Bemerkungen und. Systemtechnische Überprüfung, Bildanzeige. Ist ein sehr mächtiges Instrumentarium, soll jetzt nicht Schwerpunkt des heutigen Webinars sein, aber von dort aus geht dann letzten Endes das ganze Thema weiter, der Prozess geht dann durch. Ich breche mal hier ab, kann nachher vielleicht nochmal drauf gehen auf diese Thematik, aber so wäre das eine ganz, ganz einfache Möglichkeit, wie wir hier per Drag and Drop quasi diese Sache dann dementsprechend dann starten. Vorteil von diesem Verfahren ist, Sie haben Kontrolle, was Sie hier tun. Das heißt, hier ist auch nochmal der User, also ich bekomme jetzt hier quasi diese Nachricht von der Firma Martial, das landet bei mir und ich überprüfe das sozusagen wirklich mal mit einem Doppelklick, schaue mir das ganze Ding an und sage, ja, es ist eine Rechnung, es ist okay. Und lasse das dann quasi per Drag and Drop reinfallen, das ist eine sehr sichere, sehr einfache Variante. Nächster Schritt, das wäre, dass wir das schon so ein bisschen halbautomatisch machen. Das heißt, wir können hier zum Beispiel eine Rechnung bekommen, jetzt von einer anderen Firma. Diese Firma heißt jetzt Gugera Litschanska.
Und eine weitere Möglichkeit wäre, dass wir diese direkt weiterleiten. Und jetzt merken Sie schon, dass wir immer weiter in diese Automatismen reinkommen. Und zwar, ich muss natürlich von meinem richtigen Konto ausgehen, also von diesem Marcia-Konto, da bin ich jetzt gerade, und ich leite weiter an einen Scan-Server direkt und sage, habe fertig. Was passiert jetzt hier? Ich gehe nochmal zurück auf diese Übersicht. Dieser Scan-Server hat, wie gesagt, verschiedene Eingangskanäle. Unter anderem hat er auch einen SMTP-Eingangskanal. Das heißt, ich kann ihn also von außen, kann ich ihn also auch direkt per Mail-Mechanismus ansprechen. Also nicht nur dieser Share, den wir gerade vorher gesehen haben, wo wir das PDF direkt haben reinfallen lassen, sondern es hat auch einen SMTP-Eingang, sodass ich dem auch eine Mail geben kann und sage, du, mach jetzt was mit dieser Mail. Und das ist jetzt zum Beispiel so das nächste Thema. Wenn wir da jetzt also reingehen und sagen mal auffrischen, dann haben wir jetzt hier das zweite, ich sortiere das gerade mal, das ist das zweite, starte ich gerade mal und starte aber auch gerade das nochmal von der Mail her kommend. Sehen Sie, da haben wir jetzt, ups, ein bisschen Moos. Das wäre jetzt hier diese Pack-Thematik. Ich schaue gerade mal nochmal rüber ins Mail. Da haben wir das eben noch nicht gelöscht. Ich mache da nochmal einen Doppelklick drauf und sagen, so, das ist hier diese Thematik mit der Rechnungsnummer 80801 hinten. Das war quasi das Original. Gehen wir mal rüber ins SAP-System, da sitzen wir uns gerade drauf. Also diese 801, die ist jetzt hier mit diesem Mechanismus angekommen. Und jetzt geht es natürlich immer weiter. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel folgende Situation haben, diese Firma Gogana Vichanska, wenn die jetzt zum Beispiel sich immer an diese Vorgaben hält, also wir haben im Moment haben wir noch Vorgaben, dass wir eine Mail mit einem PDF verarbeiten. Das wird sich sicherlich noch ändern können, aber wir haben im Moment haben wir einfach mal so diese Restriktion. Wenn wir dann so agieren, dass wir sagen, pass auf, hierfür können wir in diesem Postfach ganz einfach eine Regel definieren. Und die Regel, das wird dann Outlook-technisch wird das dann gemacht, dass wir sagen folgendermaßen, also alles, was jetzt von der Firma kommt, wird letzten Endes weitergeleitet oder umgeleitet. Und dann kann ich hier zum Beispiel diesen Server eingeben, also diese Zieladresse, dieses SDM6 und so weiter und kann hier diese Regel dementsprechend fest hinterlegen, sodass wir, ich breche nochmal ab, sodass wir quasi für einzelne Lieferanten, nachdem wir sicher sind, dass sie zuverlässig arbeiten, dass wir hier auch ein direktes Durchschleusen machen können. Das heißt, es wird direkt weiter verarbeitet. Bis zu dem Punkt, dass sie auch diese Adresse natürlich den Lieferanten direkt geben können, ohne nochmal so eine Art Zwischenschritt dementsprechend zu haben. Auch das ist eine weitere Möglichkeit, sodass Sie das Ding nach außen öffnen. Da laufen wir natürlich vielleicht hier und da mal ein bisschen Gefahr, dass irgendwelche gegebenenfalls gewisse Spams reinkommen. Ich bin ein Fan davon, dass wir hier quasi wirklich dediziert einzelne Firmen freischalten über dieses Regelwerk, also über diese Regeln erstellen, sodass wir wirklich eine Kontrolle haben, wer ist denn jetzt eigentlich hier in unseren Mechanismen drin, wer ist hier aktiv. Das macht eigentlich einen großen Sinn und Sie haben, wie gesagt, jederzeit die Möglichkeit, das eben zu kontrollieren oder auch Dinge mal wieder zurückzunehmen oder auch die Lieferanten zu ermahnen. Also im Hintergrund ist es so, dass wir ab dem Zeitpunkt der Verarbeitung in SAP uns immer gleich verhalten. Das heißt, ob es Papier ist, ob es ein reines PDF ist, das wir hier reinfallen lassen über einen Share, ob es ein E-Mail ist, welches mit PDF kommt und dann verarbeitet wird, hinterher der gesamte Prozess ist nachher unisono. Es gibt noch einen weiteren wichtigen Hinweis für Sie, und zwar mit der aktuellen Version, der 68er Version, sind wir auch in der Lage, quasi diese E-Mails, wenn die von hier draußen kommen, mit den PDFs, dass wir die mit übergeben in den Workflow, dass das auch mit als ein Attachment nachher am gebuchten Beleg ist. Also wir haben nachher dann beim FI-Beleg, gehen wir gleich mal durch, haben wir nachher die Rechnung und das Workflow-Protokoll, das kennen schon einige. Aber wir haben auch noch eben das Original, das speichern wir dementsprechend im EML-Format, also in diesem neutralen Format, kein MSG, sondern EML, was ja eventuell auch mit anderen E-Mail-Systemen das quasi dann auch wieder anschauen wird. Im neutralen Format speichern wir das dementsprechend ab. Das ist für die Kunden gewesen, die sagen, oh, wir kriegen doch in der E-Mail manchmal doch gewisse Textsequenzen, die vielleicht ein bisschen relevant sind für die Rechnung. Und möchte man eigentlich als zusätzliches Attachment eigentlich dran haben. Das ging früher manuell, jetzt geht es automatisch.
dass es quasi mit in diesem Workflow mit gehandhabt wird und bei der Verbuchung mit als Attachment dran ist. Das schauen wir uns jetzt aber nochmal an. Jetzt gehen wir rüber in diese Welt, frischen das Ganze auf. Jetzt müssten die drei da sein. Das erste, das war ja hier unsere PDF-Rechnung, die wir haben reinfallen lassen. Das zweite, das war quasi diese Rechnung, denke ich mal, mit Bestellbezug. Das kennen Sie dann von Ihrer Thematik her. Wir haben dann eben diese Lieferantenüberprüfung. Hier auch die Neuigkeit, dass wir stärker auf die IBAN-Erkennung gehen. Das heißt, dass wir also diese Bankverbindung doch als dominanteres Erkennungsmerkmal jetzt mitführen. Das kennen Sie von den eigenen Anwendungen her. Wenn wir also hier drauf gehen, dann kriegen wir auch dementsprechend immer ein gewisses Feedback von der rechten Seite, wo die OCR etwas gefunden hat. Und das ist jetzt intern komplett gleich. Ob Sie jetzt mit Rechnungen quasi kommen, die über Scan-Technologie, vielleicht im TIFF-Format reinkommen, ob Sie mit PDF-Rechnungen reinkommen, die auch eine gewisse Struktur haben, es wird intern wird es gerendert, werden ebenfalls die Daten nochmal ausgelesen. Das geht bis zu einer weiteren Thematik hin, das geht bis zu PDFs mit XML. Das heißt also auch diese Pärchen können wir dementsprechend verarbeiten. Das wird oft verwendet bei so Plattformen, Sixpaynet zum Beispiel in der Schweiz. Und so. Die arbeiten also auf der einen Seite mit dem Image, mit PDF und auf der anderen Seite haben sie nochmal zusätzliche XML-Daten. Und dieses Pärchen, das kommt quasi in den Scan-Server rein und der wird eben so eingestellt, pass auf, ich erwarte jetzt eben neben dem PDF als Bild auch noch XML und dann können wir auf diesem XML, also auf diesem Datenstrom, können wir dann quasi diese Werte dann abgreifen. Das ist also dann quasi kein OCR-Verfahren, sondern es ist ein Parsen, wie sich das softwaretechnisch nennt. Das heißt, wir schauen, wo ist eine Lieferanteninformation, wo ist eine Datumsinformation, direkt native auf diesen XML-Daten. Anfrage bezüglich Zugpferdformat haben wir auch. Wird es ebenfalls geben, werden wir auch dementsprechend auch vorbereiten. Das heißt, das ist ein XML mit integriertem PDF. Also das ist dann wiederum ein Klops, wo wir reinschauen müssen und schauen, hoppla, da haben wir in diesem XML ist tatsächlich eine Image-Information. Das sind so die Zukunftsthemen, die wir da haben. Sind wir aber schon dran. Das heißt, das dürfen Sie in einem der zukünftigen Webinare dementsprechend erwarten. Ganz kurze Situation jetzt hier. Was haben wir? Wir haben hier eine Rechnung mit Bestellbezug, dass wir auch diesen Vorgang dementsprechend ganz kurz auch uns anschauen. Wir haben hier diesen Bestellnummernkreis, der ist hinterlegt im Scan-Server. Der sucht also nach ein oder mehreren Bestellnummern, vergleicht das gleich mit SAP ab, sucht dort die offenen Positionen und wenn er die Möglichkeit hat, wie jetzt hier zum Beispiel in diesem natürlich idealen Vorgang, dass wir sagen, wir kommen jetzt hier aus der Bestellung und haben offene Bestellpositionen, dass wir hier ein automatisches Mapping machen dieser Rechnungspositionen zu den offenen Bestellpositionen. Das läuft komplett im Hintergrund ab. Würde also bedeuten, wenn wir hier nicht irgendwelche weiteren Themen haben, wenn wir nicht irgendwie weitere Freigaben benötigen, wären wir also hier in diesem Verfahren eigentlich schon in der Lage, quasi das komplett so durchzubuchen. Also das hier ist jetzt nur exemplarisch mit der Freigabe bezüglich der Validierung oder Einkauf, wenn wir da Rücksprache haben und können das eigentlich hier mit dem gleich abschließen. Das geht bis hin zur Dunkelbuchung. Immer mehr Firmen setzen uns dann auch tatsächlich in dieser Dunkelbuchung ein. Das heißt also, wenn wir keine Preismengenabweichungen haben, dann poppt da im Grunde genommen auch gar nichts mehr. Gehen wir noch auffrischen. Und dann haben wir quasi diese Thematik hier. Wir sind also jetzt aktuell in der Buchung. Wir haben es gerade nochmal unterbrochen, dass wir es auch nochmal sehen. Was bedeutet das? Buchung bedeutet, dass wir hier durch den gesamten Prozess durchgegangen sind, egal wie komplex der war, egal wie viele Freigaben oder Abstimmungen oder Einkauf hat nochmal irgendwelche Konfliktstrategien mit dem Lieferanten ausgehandelt und wenn wir durch sind durch den Prozess, kommen wir an diesen Punkt der Buchung und dann bedeutet es, dass wir diesen Workflow-Container hier nehmen und dann in die Transaktion via Batch Input dann befüllen. Das heißt, hier befüllen wir jetzt natürlich die Miro. Das kann, wie gesagt, auch im Hintergrund erfolgen. Drücke auf Fertig und habe fertig. Damit ist der Beleg dementsprechend gebucht. Und es wird jetzt hinten dran diese Verknüpfung mit der Rechnung natürlich aufgebaut, die sich in der permanenten Ablage befindet. Und natürlich auch das Workflow-Protokoll. Das schauen wir uns dann gleich nochmal an, wenn wir da auf Auffrischen gehen.
ist jetzt hier unser gebuchtes Objekt. Aus dem Rechnungscockpit haben Sie natürlich diese Drill-Down-Funktionalität. Das heißt, wir können direkt in den gebuchten SAP-Beleg dann dementsprechend springen und haben dann hier standardmäßig Archive Link, wie Sie es schon kennen, dass wir hier eben auch die Anlagenliste haben und haben hier im Moment noch ein Dokument, das heißt das Workflow-Protokoll, dieses Recording, diese Aufzeichnung, was ist denn eigentlich alles passiert, und übergeben quasi in einen PDF-Mechanismus. Das findet gerade noch im Hintergrund statt. Das ist jetzt auch abgeschlossen. Hier ist also dann auch jetzt das Workflow-Protokoll angekommen und hängen beide eben jetzt an diesem Rechnungsbeleg 103 als Beispiel. Und wichtig für Sie jetzt nochmal, zeige Ihnen nur ganz kurz eben dieses Workflow-Protokoll mit eingehenden Informationen, mit den sinnvollen Kommentaren, die ich hier abgegeben habe, mit Freigaben, Stempelungen, die ich dort dementsprechend durchgeführt habe. Einzelne Workflow-Schritte, das ist natürlich ein sehr kurzer Prozess gewesen. Das sind natürlich Themen im Rahmen von IT-Revision. Wie ist der Prozess gelaufen? Wie ist die Rechnung durch das Unternehmen gelaufen? Hier kommen wir ja auch schon mit diesem Blanko-Zertifikat vom Institut der Deutschen Wirtschaftsprüfer über mehr GOBS, GPDBU und so weiter. Die ganzen Formalismen werden durch unsere Lösung natürlich erfüllt. Und das haben Sie bereits quasi schon als Blanko-Zertifikat im Bauch und können das noch auf Ihre Belange dann adaptieren. Ich gehe da nochmal raus, zeige Ihnen das hier gerade nochmal, diese Anlagenliste. Hier wäre dann auch dieses EML-File, also wenn wir das quasi per E-Mail, wenn wir die E-Mail mit archivieren wollen, wäre das quasi hier ein dritter Eintrag. Das würden wir jetzt noch, im aktuellen Version ist es drin, aber wir haben es in der Demo-Welt bei uns noch nicht eingebaut. Das sehen Sie aber dann beim nächsten Mal in einem der Webinare zu diesem Thema, dass wir hier dann auch diesen dritten Eintrag haben. Gehen wir noch in das andere Szenario noch mal ganz kurz rein. Das war jetzt hier die Rechnung ohne Bestellbezug, nur dass Sie auch noch mal von der Handhabung das Gesamte ganz kurz kennenlernen. Da ist es natürlich so, dass wir ohne Bestellbezug in Richtung FB60 gehen oder in eine ZFB60 oder in eine Transaktion, die Sie eben in diesem Rahmen haben. Das heißt, wir haben hier auch wiederum die Phase der Überprüfung der Werte ausgelesen. Ich habe hier verschiedene Rechnungspositionen, die hier identifiziert werden. Er zeigt uns dann auch immer, gibt immer Feedback, wo hat er das gefunden. Und jetzt kürze ich das Ganze mal ab. Sehr viele von Ihnen kennen ja dieses Thema schon. Dass ich sage, ich möchte jetzt hier einen dementsprechenden Kontierungsvorschlag machen. Verfüllen wir das, da kommen denn Ihre gesamten Kontierungselemente kommen dann dementsprechend hier hoch. Füge da natürlich F4 Suchhilfe. Wir sitzen ja quasi auf diesem Workflow-Container drauf. Wir machen den nur handhabbar für den Document Control. Der ist übrigens auch für Nicht-SAP-Personen in der gleichen Art und Weise ansprechbar, wobei Sie aus SAP heraus natürlich auch festlegen, was dürfen die. Wahrscheinlich dürfen die externe natürlich keine Kontierung abändern oder Kontierungsinformationen korrigieren. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Vorschlag, was ich hier mache. Dann sehen wir, aha, eins ist noch offen, machen hierfür noch einen anderen Vorschlag und gehen mal nachher dann auch so durch in die Freigabethemen rein. Das wäre zum Beispiel hier 3200, ups, zu lang, und dann noch die 41. Ich nehme mal das gleiche Sachkonto hier an der Stelle, 4170. Kenne ich jetzt einmal so aus der Demo heraus. Und dann habe ich hier meine sinnvolle Kommentare. Ist das so okay? Fragezeichen. Und kann hier also jetzt verschiedenste Personen auch ansprechen. Kann das auch von hier aus weiterleiten an verschiedene User. Zum Beispiel eben auch an einen externen User, der also jetzt außerhalb des SAP-Systems positioniert ist, der dann auch mit Rechten ausgestattet ist. Zum Beispiel, dass er nur Kommentare gibt, dass es eine Freigabe gibt. Und dann geht das Ganze dementsprechend wieder zurück in SAP. Wir können das ja hier gerade mal machen an diesem Beispiel. Ich schicke das gerade mal einem externen User. Gehe auf die Auffrisch-Funktionalität und sehe hier, habe halt hier immer wieder diese gesamte Transparenz. Ja, wo ist denn da überhaupt was passiert? Wer hat den letzten Bearbeiter? Wo ist denn aktuell die Rechnung? Gehen wir nochmal zurück, nochmal zusammenfassend hier an diesen Punkt. Wichtig für Sie ist, wir haben verschiedenste Eingangskanäle. Wir haben die Möglichkeit nochmal, also hier in diesem Mechanismus, entweder beispielsweise für einen ganz einfach per Drag and Drop dieses Thema quasi zu befüllen.
Auch wenn ich das jetzt hier, ich mache gerade mal einen Fehler und nehme da diese Rechnung von vorne und lass sie einfach gerade nochmal reinfallen. Wie gesagt, hier kann man die Lösch-Thematik natürlich noch dementsprechend besser ausgestalten. Das ist quasi die eine Thematik. Die zweite Thematik, die wir eben haben, ist, dass wir hier kontrolliert weiterleiten, eben an diesen Server. Das war also so von dieser Seite hier. Jetzt muss ich einfach hier reinnehmen und dann eben dann, das ist quasi der Systemaufbau. Ich sende an das DMS-System, an den Mandant 800, an eine gewisse Usergruppe, mit einem gewissen Szenario, was auch OCR beinhaltet, an den Scan-Server, der in einer gewissen Domäne sitzt. Das ist so die Logik des Aufbaus dieser E-Mail-Adresse und dann geht das dementsprechend dann los. Kann man gerade noch mal machen. Das ist also die zweite Sache. Das, was ich Ihnen auch gezeigt habe, dass wir Regeln dann definieren können, kontrolliert für diese einzelnen Personen und bis dorthin. Auch, dass wir diese E-Mail-Adresse, dass wir die auch freigeben quasi nach außen. Aber vielleicht durchfahren wir einfach mal solche Stufen, um das dementsprechend sicherzustellen. Schauen wir uns ganz kurz an, was da passiert ist, wenn wir da auf Auffrischen gehen. Hier haben wir also gerade wieder etwas bekommen. Wenn wir das nochmal aufrufen, dann haben Sie folgende Situation. Auch dadurch, dass wir ja jetzt zum Beispiel kein Barcode drauf haben, sonst die Dinge kommen rein, werden wir hier zum Beispiel eben gewarnt, hoppla, wir haben hier doppelte Rechnungsnummer, also anscheinend ist da irgendetwas da, was wir schon mal bearbeitet haben und dann ist es so, dass wir das jetzt einfach dementsprechend begründen und sagen, das hier ist zum Beispiel doppelt vorhanden. Dann können wir auch solche Fehler dementsprechend ausmerzen, das heißt, das wird aus dem Prozess rausgenommen und wenn ich hier auf Auffrischen gehe, dann haben wir hier dementsprechend die Kontrolle drin. Aha, das wurde schon bearbeitet.